Hallo und willkommen zur einjährigen Super-Sonder-Jubiläumssendung. Ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Schaut mal, hier seht ihr die ganzen Sets, die habt ihr die letzten 4 Wochen bei mir im Video gesehen. Die sollten ja eigentlich an eine Kindertagesstätte gehen. Das hat sich jetzt so ein bisschen überworfen. Und ich bin auf der Suche, beziehungsweise habe, glaube ich, schon was gefunden. Es wird kein Problem sein, eine Kiste voll Lego-Sets an irgendeine Einrichtung zu geben, die damit was anfangen kann. Ich habe über die Katrin Kontakt zu dem Thorsten, der arbeitet wohl in einer Einrichtung für behinderte Menschen. Die haben auch diverse Kinderabteilungen und da bekomme ich jetzt die nächsten Tage Bescheid. Und da gucken wir, ob wir da irgendwas Vernünftiges zustande bekommen. Die nächsten Tage ist für euch relativ, da ich dieses Video etwas vorher aufzeichne, da ich das Ganze noch verschicken möchte. Der ursprüngliche Plan war ja, dass die Kinder irgendeine Kleinigkeit malen oder so. Ob das jetzt noch realisierbar ist, weiß ich nicht. Werden wir aber dann sehen. Im Zweifelsfall müsst ihr mir einfach vertrauen. Und vielleicht schreibt der Thorsten auch ein, zwei Zeilen unten drunter, wenn das alles so funktioniert. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Die Sets habt ihr ja alle gesehen, aber das war mir zu langweilig. Der eigentliche Sinn war ja dabei, den Kindern auch ein paar Alternativen zu eben Lego zu zeigen. Deswegen sind hier auch so schöne Snowboard-Autos hier dabei. Die ursprüngliche Idee dieser Klemmbausteine, Lego-Steine, wie auch immer, war ja, sich selbst was zu bauen. Und da dachte ich mir, da gibt es doch auf Actionmarkt so schöne Boxen. Das sind 500 Klemmbausteine in diversen Größen. Bricks einmal von 1x2 bis, ich glaube, 10er, 12er sind dabei. Ihr wisst Bescheid. Und ein Päckchen ist langweilig, deswegen machen wir 2 Päckchen draus. Ja, diese 2 Päckchen habe ich von den guten Jungs von Let's Brick gestiftet bekommen für mein Projekt. Ach, guck mal da, Kante. Ah, das sind ja Nebenbilder drauf. Das ist da alles dran. Ah, in 4 verschiedenen Farben, glaube ich. Das ist schön. Man kann sich selbst damit erweitern, kann was Kleines selbst bauen, kann was spielen und das ist ja eigentlich der eigentliche Sinn der Sache. So, wie gesagt, von Let's Brick habe ich die bekommen. Die gehen in diese Sammlung mit ein. Ich habe mal einen kleinen Schnitt gemacht, weil ich habe nämlich noch was. In dem ganzen Gedankenspiel, dass wir jetzt ein paar kleine Sets haben, ein paar Steine hat zu bauen, dachte ich mir, da brauchen wir auch ein paar Minifiguren und vielleicht noch ein bisschen Zubehör. Und da gibt es ja die super remittenten Heften von Lego. Und da haben sie ein bisschen zugeschlagen. Jurassic World, Star Wars, Lego City, auch mal was Doppeltes. Einige habe ich mal aufgemacht, um zu gucken, ob doppelte Sachen drin sind. Und auch um mal anzugucken, ganz ehrlich. Ich habe mit Comics und den Polybags bisher noch nie was zu tun gehabt. Da haben wir einen schönen Batman. Da weiß ich schon, da ist Batman und Joker drin. Ist das nicht geil? Bisschen Ninjago. Und für die Mädels haben wir auch ein paar Friends-Sammlungen. Ich denke, damit lässt sich ganz gut spielen für den Anfang. Der Sinn dieser Sets ist ja, dass die öfters mal auf- und abgebaut werden. Vielleicht nicht alle, vielleicht nicht jeden Tag, aber ich bin mir sicher, dass die ab und zu zerlegt, neu aufgebaut, anders angeordnet werden, wie auch immer. Jetzt ist so eine Pappschachtel, die ja jetzt schon 2-mal mindestens gebraucht wurde, nur bedingt dafür tauglich. Nach 6 Monaten ist von der Packung nichts mehr übrig, wo man irgendwas reinstecken kann. Da habe ich einen Discounter für günstige Plastikboxen gesehen. Und da kam mir die Idee, hier ein paar größere, da kann man die Actionmark-Blocks reinmachen. Und das ist für jedes Set, ist hier eine Plastikdose. Entweder kann man
die bemalen, beschriften. Man kann die Papierdinge draufkleben, Anleitung rein, Tüten sind ja dabei, bräuchte man im Zweifelsfall gar nicht. Und dann kann man die schön ins Regal einräumen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Teile relativ vollständig erhalten bleiben, sind damit enorm gestiegen. Das kann man ein kleines Projekt draus machen, kann die Schüsseln bemalen. Ich weiß ja nicht, in welcher Altersklasse diese Kinder sind, wo das letztendlich hingeht. Aber ich werde euch natürlich mit Infos versorgen, sobald ich irgendwas weiß. Ja, damit schließe ich dieses Video für heute und hoffe, mit euch in ein weiteres schönes, erfolgreiches zweites Jahr zu gehen und freue mich auf eure Kommentare, bedanke mich herzlich für eure Teilnahme und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen super Sommer, sieht ja bisher ganz gut aus und denkt immer dran, Klemmbausteine verbinden.